Na, mal sehen. Was hat Turtle Beach denn, was bringt Turtle Beach denn raus? Zeig mal. Oh, okay. Wow. Oh. Es ist erstmal, ist es schon konsolenkompatibel? Richtig gut, weil unsere Consoleros haben ja mittlerweile wirklich Schwierigkeiten und müssen, haben nicht so groß, nicht, haben nicht so große Auswahl. Wir haben einen Dash mit drin. Okay. Eine Buttonbox mit dabei. Rotary Encoder. 4 Stück. Knöpfe. Okay. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Das sieht aus wie die Thrustmaster-Pedale so ein bisschen. Okay. Wechsel auf eine neue Ebene des Realismus. Ja, gut, vielleicht ein bisschen viel Marketing aufgetragen. Also, da sage ich aber, nee. Okay, das ist wirklich cool, dass das schon von Haus aus mit drin ist. Also, dass wir ein Display haben, also ein Dash. Hm? High Fidelity Direct Antrieb. Okay, also es ist ein Direct Drive. Hm? Die Buttonbox ist cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe fast davon aus, wenn ich das jetzt mal so aus dem Bauch raus schätzen würde, ist da kein SIM-Hub mit bei. Aber ich lasse mich gerne überraschen, weil die meisten Firmen, die das bespielen, solche Systeme, haben nicht die Integration drin. Aber ey, vielleicht haben wir es ja doch. Oh, das ist aber wirklich nicht schlecht, dass wir können sogar die Vorspannung einstellen. Okay. Wir können überall die Vorspannung einstellen. Nicht schlecht. Gut. Außer bei der Bremse? Nee, doch, bei der Bremse können wir auch die Vorspannung einstellen. Was haben wir denn noch für Optionen? Sonst haben wir keine Optionen. Nee. Was stand da? BrakeTech, Wegezelle, Bremssystem. Wegezelle wird wahrscheinlich Lotzell sein. Alright, alright. Berührungslose Hall-Effekt-Sensoren. Keine Lotzell? Ah ne, doch, es war eine Dings hier, okay. Es sieht so aus, als würde es ein Quick-Release geben. Du hast sogar schon 4 Wippen dran. Okay, okay, okay. Hm? Also wird es auch andere Lenkräder geben, schätze ich. Was haben wir denn hier zum Einstellen? Die Stärke, Damping, was haben wir denn noch? Tuning, wir können aus dem Treiber gerade erstmal nicht viel sehen. Oh, Center Spring kannst du einstellen, Dampening ist auch nicht schlecht. Kann man hier scrollen? Nee, sieht nicht so aus, ne? Also doch ein sehr einfacher Treiber, okay. Profiles, Wheel, VCU, RMD, Audio, Lightning. Okay, man kann auf jeden Fall eine ziemlich große Menge einstellen. Wir haben Memory Slots drin. Das heißt, ja, es ist wieder so ein All-in-One, All-Inclusive-Paket, würde ich sagen. Zumindest sieht es erstmal danach aus. Was nicht schlecht ist? Nicht schlecht. Was können wir hier alles? Oh. Oh, okay, cool. Das ist schon mal nicht schlecht. Du kannst die Buttonbox kannst du auch komplett ändern. Gut, gut, ist wirklich gut. Mach mal eine Preisansage. Windows, Xbox, okay. Also es ist schon so, dass so vom ersten Eindruck her die bessere Logitech-Variante. Costa Quanta? Costa Quanta stand nicht dabei. Preis ist 699 Euro. Alright. 699 Euro für Pedale, Lenkrad, Wheelbase und Buttonbox. Naja. Also ich sag mal so, wir haben jetzt hier nur 3D-Modelle gesehen davon.
Also über die Wertigkeit kann man da an der Stelle noch nicht sprechen. Die Frage ist, wie groß das Wheel ist. Das ist ganz schön laut übrigens. Wie groß das Wheel ist. Es sieht aber ein bisschen nach Plastik aus. Muss man dazu sagen. Aber für 699 Euro, na gut, was kriegst du denn für 699? Na gut, das ist wieder die Frage, wir müssen kurz recherchieren gehen. Wir werden doch wahrscheinlich irgendwo eine Internetseite haben, wo wir das nachsehen können, korrekt? $649. Steht hier irgendwas an Eckdaten? Okay, das Wheel sieht eigentlich, würde ich mal sagen, so aus dem Bauch raus 28 bis 30. Aber hier steht leider keine Eckdaten, wie viel Bums das hat. Also bei 699 Euro sollte das schon irgendwo bei, wo sollte denn das sein? Zwischen 5 und 9? Zwischen 5 und 9 wäre das schon schön. Naja, du, also ich sag mal so, wenn das jetzt nicht unbedingt eine absolute Katastrophe ist, was ich jetzt erstmal nicht vermute, ist das doch für 699 Euro ganz okay. Dann ist das doch okay. Da müssen wir wohl mal fragen, ob wir das vielleicht reviewen dürfen. Also sieht auf jeden Fall erstmal interessant aus. Was ich gut finde ist, dass wir weitaus weniger zahlen als beim Logitech-System. Und wir scheinbar mehr Möglichkeiten haben hier. Was gut ist. Ist nachher die Frage, wie es dann ist, wenn man die Hand anlegt. Okay. Dann behalte ich das mal im Hinterkopf.